Kuckuck. Der Tisch gippelt. Ich breche diese Sendung ab. Nein, hört zu, Kinder. So. Das ist ein wichtiger Text, gerade für junge Menschen. Türkis. Ich war nicht sehr lange bei den Hells Angels. Ich muss auch sagen, ich war kein vollwertiges Mitglied damals. Dabei hatte ich alles richtig gemacht. Ich war 16, also jung und voller Spannkraft. Ich trug Leder. Sicher kann man sagen, das zählt nicht, solange das Leder türkis ist, aber ich trug den Einteiler voller Stolz. Und das Captain Future Sweatshirt. Und meinen Helm, matt-schwarz, bedrohlich, voller Hanuta-Aufkleber mit Obelix und den anderen Titan-Galliern. Aber nicht nur, dass ich eine furchterregende Erscheinung war, ich kannte auch die Regeln. Ich hatte den Angels eine Bewerbung geschickt. Mit Lebenslauf und Lichtbild. Mit Helm auf. Ich hatte mich im Passbildautomaten nicht lumpen lassen, 3 Mark mehr bezahlt und in Fotos einen Rahmen aus Palmen, Kometen und Kussmündern verpasst. Ich war hart. Ich war böse. Ich war der fiese Türkise. Ich trug Schaftstiefel, an denen ich Ketten, Stacheldraht, Heftzwecken, bösartig aussehende Kabel und glänzende Strippen befestigt hatte. Jeder Schritt klang wie die Bombardierung Dresdens. Ich trennte mich allerdings teilweise von den Kriegssporen, wie ich sie nannte, nachdem ich damit bei Karstadt in die Rolltreppe geraten war und feststeckte, bis mich die Feuerwehr mit Seitenschneidern darunter holte. Es ist aber jetzt scheißegal, wo war ich? Bewerbung. Die Bewerbung war formlos und markig gehalten. Ein papierenes Monument der Willenskraft. An das Hells Angels Charter Wattenscheid, betreff Bewerbung als harter Hund und Biker des Bösen. Fließtext. Hey Jungs, ihr kennt mich vermutlich. Nicht mit Namen, okay, sorry for that. Aber ich bin sicher, dass bei euch im Haufen gleich alle Alarmglocken schrillen werden. Sicher habt ihr euch gefragt, welcher Höllenhund die Klingelmännchen-Sache in der Pestalozzi-Straße durchgezogen hat. Ho, ho, habt ihr gerufen, welcher wahnsinnige Klingel den Tags über ein Hochhaus durch, zur Mittagsruhezeit, ohne dass er da rein will. Nur um des Terrors willen. Aus welchem Holz mag so ein Kerl geschnitzt sein, werdet ihr gerufen haben? Die Antwort, ich. Beziehungsweise kein Holz. Stahl. Und ich sage euch, unter uns Pastorentöchtern, dein Block regierte die Apokalypse. Da hat sogar ein Ob einer 8. Etage das Fenster aufgemacht und runtergerufen, wer ist da? Würdet ihr mich jetzt sehen, würdet ihr sehen, dass ich lächle. Könnt ihr ja jetzt nicht, aber wenn ihr könntet, dann. Also ich wäre quasi schon mit Lächeln zugange, wenn ihr zugeschaltet werden würdet und nicht erst anfangen, wenn ich merke, na guck, die Angels. Ich lächle für niemanden. Wenn überhaupt, lächle ich nur so aus Scheiß. Jetzt rumort es in euch und ihr fragt euch, wie machen wir diesen knüppelharten Facker zu einem von uns? Naja, fragt mich einfach. So long, bis hierhin. Ich hab noch was am Laufen. Ich werde gleich fremde Menschen anrufen, mit dem Mund ein Furzgeräusch machen und dann einfach wieder auflegen. Einfach nur so. Scheiß auf die Consequences. Wenn man in Erinnerung schwelgt. PS, meldet euch einfach. Aber nicht nach 18 Uhr, da flippt meine Mutter aus. Die kriegt so eine Krawatte. Ihr kennt das, Dudes. Bye. Ich. PPS, stellt euch vor, ich zwinker jetzt. Mache ich jetzt zwar nicht, weil ich zwinker für keinen, aber könnt ihr trotzdem machen, euch das so vorstellen, so zwinker, grins. Würde ich aber nicht machen. Nicht mal für euch. PPPS, sorry wegen dem Diddlepapier. Was anderes war nicht da. Denkt euch... Danke. Das war das Erste, was euch bekannt vorkommt, richtig? Sorry wegen dem Diddlepapier, was anderes war nicht da. Denkt euch die küssende Maus weg und einen Schädel dahin mit Fleischfetzen dran und allem. Ein Auge auf 7:30, also ganz übles Teil. Tschüss. Das Schreiben. Das Schreiben habe ich dann beim Vereinsheim unter der Tür drunter durchgeschoben. Die haben sich aber nie gemeldet. Und jetzt liest man ständig in der Zeitung, dass die total Stress haben. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin jetzt bei den Power Rangers.
Lass das. Wegen meinem Helm. Der sieht Power Rangers-mäßig aus. Und geht nicht mehr ab. So ein Kopf wächst ja auch. Bin ja Ende 40. Ich esse noch Lakritzschnecken, weil das Einzige ist, was durch den Spalt vom Visier passt. Aber ich will nicht meckern. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr merken, dass ich fertig mit Erzählen bin. Mir egal, ob ihr denkt, da kommt noch voll was. Das entscheide ich hier. Wie ihr das seht, ist mir pups egal. Das merkt ihr daran, dass jetzt nichts mehr kommt. Hier, Achtung. Da kommt nichts mehr. Guck. Nix. Guck. Nix. Guck. PS. Wenn ihr einer ein Tattoo will, muss er es nur sagen. Ich kann aber nur den Bausparkassenfuchs von Schwäbisch Hall. Aber ist ja cool, wenn wir alle das Gleiche haben. So, tschüssi. PPS. Ende. Thank you.